Hallöle Leute und wieder willkommen zurück. Für das nächste lustige Easter Egg müsst ihr euch in die Höhlen der Zeit begeben und das Vorgebirge des alten Hügellandes müsst ihr gehen. Dann müssen wir, ach hier unten wären die Schlickerfelder bloß als menschlich, die könnt ihr vielleicht von hier sogar schon sehen. Oder auch nicht. Naja, dafür müsst ihr nach das aufgebaute, also das noch ganze Tarens Mühle gehen. Ich liebe die Musik hier, die ist einfach herrlich. Müsst ihr halt hier hin. Wer sind denn die Leute? Jonathan Weber und Jerry Carter. Diese ganzen Leute, die man hier sieht, spielen in WoW noch eine Rolle. Die sind dann halt viel älter, aber leben mal die meisten, die es hier gibt, leben noch alle. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber die gab es noch im WoW Classic. Jedenfalls, das hier ist Tarens Mühle, als es noch ganz war. Und hier möchte ich euch zeigen, hier, wenn man hier reingeht, in diese Mühle, beziehungsweise in dieses Stall, gibt es hier ein Pferd namens Kleine Graumähne. Die Leute, die in Westfall oder beziehungsweise im Wald von Elven gequestet haben, werden dieses Pferd noch kennen. Ja. Dieses gute Pferd ist recht berühmt. Und ich lock mich jetzt hier mal aus. Da brauchen wir keinen Cut machen. Ja. 20 Sekunden bis zum Ausloggen, ihr kennt das. Ja. Dauert vielleicht jetzt ein bisschen lange. Ich hätte natürlich auch einen Cut reinmachen können, aber ich habe irgendwie keine Lust drauf. Dann könnt ihr auch mal meine Charaktere sehen. Ja. So, das hier sind alles meine Charaktere. Und ich möchte zu diesem guten Typ hier. Den habe ich nämlich in Westfall schon mal abgestellt. So, und ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Szenario hier, Jensens Hof. Dort gibt es ja diese Leutnant Horriton Lane und diese Ermittler. Das hier ist auch ein kleines Easter Egg an die Ermittler und so weiter, bla bla bla. Ich kenne dieses nicht, aber dieses Pferd hier heißt Graumähne. Es ist vom Hügelland bis nach Westfall gekommen. Und hier gibt es auch die Braunwirbel. Die waren früher Bürger im Hügelland. Hier unten sind sie jetzt, beziehungsweise sind sie jetzt tot. Und hier oben war das einmal. Sind von hier wahrscheinlich während der Pest in Lordaeron oder der Geisel bis hier nach unten gesegelt oder vielleicht auch hier lang, nach Süderstaate und hier unten dann angekommen. Jetzt wurden sie ermordet. Ja. Ich zeige euch dann jetzt noch eine kleine Quest, beziehungsweise eine lustige Anspielung auf ein Spiel und wir sehen uns dann im nächsten Part. Oder beziehungsweise gleich wieder. Bis denn. Hallöle Leute und da sind wir wieder bei Let's Talk WoW Mysteriöses, aber ich schneide das ja alles so zusammen, also ihr wisst schon, ja. Und hier gibt es das nächste Easter Egg und zwar in diesem Garten hier. Im Schlickerwachturm ist halt hier im Hügelland auch schon wieder. Wir machen wirklich viel im Hügelland. Und hier gibt es eine kleine Anspielung an Plants vs. Zombies. So, Pflanzenkunde für Anfänger. Hilfe, Hilfe, durchgedrehte Zombies greifen meinen Hof an. Dieser Verrückte auf sehr drüben bei den Schlickfeldern ist vermutlich für diese verantwortlich. Helft mir, die Zombies abzuwehren. Überlebt eine riesige Zombiewelle. Das machen wir jetzt mal. Und man sieht, sammelt Solarkraft und platziert die Speier inmitten der mittleren Gasse, um die Zombies zu bekämpfen. Das werden wir tun, wenn wir genug Sonnenenergie haben. Man kennt das Spiel, ich werde euch das Spiel nach diesem Video hier zeigen, werde ich noch hier ranschneiden, damit ihr euch seht, wie dieses Spiel eigentlich aussieht und wie es in WoW gemacht wurde. Hier kommen halt die Zombies, wir müssen Solarenergie sammeln und hier sind halt diese Speier. Diese guten Speier greifen halt die Zombies an und die Zombies müssen versuchen, zu dieser Hütte hier zu kommen. Und das hier sind Düngomat 2000, Düngotron 2000. Wenn die Zombies halt hier hinkommen, dann geht dieser Düngomat los, der tötet alle Zombies, aber der klappt nur einmal. Und man kriegt nachher auch andere Zombies und so weiter und so fort. Ist halt ein lustiges Tower-Defense-Spiel. Aber nur so, es gibt halt 1, 2, 3, 4, 5.
Reihen und dort ballern wir halt diese Zombies ab. Platziert weiter einen Speier in die mittlere Gasse, um die Zombies aufzuhalten. Das werden wir tun. Man sieht halt, es ist ein ganz normales, lustiges Tower-Defense-Spiel. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Wahrscheinlich zwei Zombies. In der ersten Runde sind es noch sehr wenige. Auch lustig, dass sie nur in einer Reihe kommen und ich 1000 Pflanzen in einer Reihe habe. Das ist natürlich eigentlich nicht so. Eigentlich kommen die überall. Aber das ist natürlich jetzt erst die erste Runde. Das Tutorial sozusagen. Und da kommen sie nur in der ersten Reihe wahrscheinlich. Ich habe es lange nicht gespielt. Blab, 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 blab. Übungsstunde abgeschlossen. Die Sonnenblume ist freigegeben. So sehen halt die Pflanzen in WoW aus. Sehr lustig. Und wenn man diese ganzen Questreihen hier beendet, dann kriegt man dieses Haustier hier. Ach, kann ich da? Habe ich das überhaupt mit der hier? Ja. Dann kriegt man dieses Haustier, die singende Sonnenblume. Die sieht man auch hier. Nette kleine Pflanze. Süß. Und jetzt zeige ich euch das Spiel, beziehungsweise das erste Level im richtigen Spiel namens Plants vs. Zombies. Ihr könnt das natürlich, würde ich euch empfehlen zu kaufen. Es ist wirklich lustig für Sachen, die man, wenn man gerade keine Lust auf irgendwas anderes hat und einem gerade langweilig ist, würde ich das sehr empfehlen. Und natürlich könnt ihr auch die Questreihe in WoW machen. Ihr wisst ja jetzt, wo sie ist. Und wir sehen uns dann gleich in Plants vs. Zombies. Bis denn. So Leute, jetzt sind wir hier in Plants vs. Zombies. Ich mache mal den Sound ein bisschen runter. Und ich zeige euch mal das allererste Level, um sozusagen es zu vergleichen. Ah, okay. Ich muss also... Ihr seht halt, wie das halt ist. Ich mache ein Level wahrscheinlich. Oder wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Kann ich nicht irgendwie... Ach, ich mache einen neuen Benutzer einfach mal. Mysteriös. Zeige euch hier das erste Level. Pop Cape Games präsentiert. Pflanzen gegen Zombies. Haus von Mysteriös. Da sieht man halt die Zombie-Wellen. Klick auf ein Samenpäckchen, um es aufzunehmen. Super. Sammle die herunterfallenden Sonnen per Klick ein. Sammle weitere Sonnen, du brauchst sie für neue Pflanzen. Prima, du hast genug für deine nächste Pflanze gesammelt. Die Zombies dürfen dein Haus nicht erreichen. Ist sogar auch nur die erste Reihe. Ist genau dasselbe Prinzip. Wunderbar. Ist halt genau dasselbe in WoW. Letzte Welle. Das geht schnell. Eben genau dasselbe Prinzip haben sie in WoW gut umgesetzt und jetzt kriegen wir auch diese schönen Sonnenblumen. Die sieht auch genauso aus wie in WoW. Die haben es halt sehr gut umgesetzt. Und, naja... Ich glaube, das war's dann mit diesem Let's Talk WoW Mysteriöses und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn.